Willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SquamKopf Schlacht um Bikini Bottom. Und in der letzten Folge haben wir vier Level geschafft. Nämlich diese vier, die farblich markiert sind. Bis auf die grauen Level, die so gräulich markiert sind. Und natürlich das Level, das blinkt. Da sind wir gerade stehen geblieben. Hier haben wir abgebrochen, tatsächlich. Denn sonst wäre das so um einen Ruck weitergegangen. Und da wäre die Folge dann doch ein bisschen lang gewesen. Daher dachte ich mir so, dass wir das aufteilen, dann versuchen wir nun in dieser Folge diese beiden Level hier zu schaffen. Also einmal, da steht nichts, steht nur gesperrt. Und Leider machen Leute. ja, die Wörter habe ich mir jetzt gerade gespart. Ich bin sehr faul, ich weiß. Gut, fangen wir an. Aber vorab nochmal, gleich kommt noch ein Video davor. Das werde ich überspringen. Denn das Video haben wir schon in der letzten Folge gesehen. Daher nicht wundern, wenn er gleich währenddessen steht und ich da einfach weiterklicke. Fangen wir an. Leider machen Leute. Kleide SpongeBob mit den verschiedenen Outfits ein. Ziehe jeden Gegenstand zum Paravent. Kleide SpongeBob in fünf korrekte Outfits ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Ja, das habe ich jetzt nochmal so gelassen. Zieh SpongeBob das Kostüm für die krosse Krabbe an. Gut. Dafür können wir hier was auswählen. Eine Badeshorts zum Beispiel oder einen Hut. Da steht ja schon krosse Krabbe Mütze. Das wird wohl passen für SpongeBob. Und jetzt müssen wir diese ganzen Gegenstände dort reinziehen. Dann darf SpongeBob sich schon umziehen. Und eine Hose, glaube ich, darf auch nicht fehlen für die Arbeit. Wäre doof, wenn er irgendwie in Unterhose dort erscheint. Ich glaube, dann wäre Mr. Krabs sehr sauer. Und ein Funwender sollte er auch nicht vergessen. Perfekte Burger sind mit Liebe gemacht. Das stimmt allerdings. Zieh SpongeBob das Kostüm für das Quallenfischen an. Gut, da darf das Netz natürlich nicht fehlen. Jetzt ist er der Netzer. Also nicht der Günther Netzer, sondern der Netzer, der Quallen fängt. Jetzt fehlt einem nur noch so eine Grille, ne, im Hintergrund, wegen dem Witz. Na, gut, das Gefäß. Und müssen wir, glaube ich, weitergehen. Ja, eine Brille, ne? Hat er immer auf beim Quallenfischen. Quallenfischen. Oh ja, du sagst es. Für das Karate-Training braucht er auch ein Kostüm. Und ja, da ist das Karate Outfit hier ganz recht. Das passt. Dazu dann noch die Handschuhe und der Schutzhelm. Ich liebe Karate. Wer nicht? So, jetzt sollen wir ihn als Pirat kleiden. Dafür darf ein Hut natürlich nicht fehlen. Und das Holzschwert. Ah, das ist ganz witzig. Wer die 257ers kennt, kennt ja das Lied Piraten. Und eventuell auch das Lied Holz. Ist ja mittlerweile schon fast das bekannteste Lied von den 257ers. Passt ja ganz gut mit diesem Piratenhelm und einem Holzschwert. Und natürlich die Augenklappe darf auch nicht fehlen. So hört sich ein Pirat an. Für die Gulagune brauchen wir noch ein Kostüm. Und da ist natürlich ein Regenschirm. Natürlich sollte es ja eher ein Sonnenschirm sein statt ein Regenschirm, aber ist, glaube ich, das gleiche. Und Sonnencreme, ja gut, jetzt können wir noch eins auswählen, also können wir nichts mehr falsch machen. Dann haben wir das Level wohl geschafft, denn hier kann man nichts mehr auswählen. Es gibt nichts Schöneres, als am Meer zu sein, außer im Meer zu sein. Das hört sich logisch an. Und somit haben wir das nächste Spiel freigeschaltet. Hast du
du gesehen, wie ich diese Welle genommen habe? Oh ja. Oder miau. Bist du hungrig, Junge? Okay, lass uns etwas zu essen suchen. Alles klar. Klicke die Maustaste, damit Gary zu seiner Nahrung kriecht. Krieche nicht über die Schleimspur von Gary oder gegen eine Wand. Je mehr Gary isst, desto mehr Punkte erhältst du. Okay, Gary macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen, so wie Raupe Nimmersatt. Und das Spiel ist tatsächlich genauso aufgebaut wie Snake. Kennt man, glaube ich, vom Handy. Die alten Tastentelefone. Mobiltelefone natürlich. Hatten ja dieses Spiel. Und bei YouTube gab es auch mal so eine Funktion, wenn das Video noch geladen hat, konnte man eine Pfeiltaste nach oben machen und dann konnte man Snake spielen. Es geht, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ist eigentlich schade. Weil, als ich noch richtig schlechtes Internet hatte, habe ich mich da schon öfters mal mit beschäftigt während der Ladezeit. Punkte konnte man da nicht sammeln. Und das nächste Ding ist, ich glaube, dieses Level müssen wir gar nicht machen. Denn ich habe gerade schon eine Fehlaufnahme gehabt. Und da habe ich das so lange gespielt. Ich bin da fast wahnsinnig bei geworden. Weil das so ätzend lange ist. Und dann bin ich irgendwann auch gestorben. Und habe festgestellt, dass wir trotzdem bei 100% sind. Heißt, es ist eigentlich Unsinn, was wir gerade tun. Und es ist auch sehr plausibel. Denn wir haben bisher schon 5 Level geschafft. Das hier ist das 6. Und bei dem Spielstand gibt es ja die Prozentzahl. Und wenn es pro Level 20% gibt, dann haben wir ja mit 5 Level die 100 erreicht. Somit wäre ja dieses Level nicht mehr notwendig, um ja den Seetangwald zu meistern und dann in die nächste Welt zu gehen. Aber ich denke mir so, dass wir lieber in der nächsten Folge in die nächste Welt gehen und hier erstmal unser Bestes geben, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig erscheint. Denn ja, wenn wir jetzt direkt schon ins nächste Level gehen, also in die nächste Welt, dann sieht das so komisch aus und ich möchte lieber mit der nächsten Folge dann die nächste Welt beginnen. Hätte ich ein bisschen besser aufteilen müssen. Das gebe ich schon zu, aber dann spielen wir einfach mal dieses sogenannte Bonus-Level. Wenn es denn tatsächlich ein Bonus-Level ist, denn ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ich glaube, wir müssen es nicht tun. Und ich glaube, das Spiel geht auch unendlich weit. Oder, was heißt weit? Unendlich lange. Und da ist es passiert. Die Schleimspur wurde überquert. Zum Spiel, zu diesem Minispiel. Man muss in die Richtung klicken, wo Gary hinlaufen soll. Und das hier darf natürlich nicht passieren. Ja, schon wieder die Schleimspur überquert. Mein Fehler. Ja, genauso wie Snake. Nur ein bisschen anders. Und bei Snake gab es ja auch nicht so ein Hindernis hier. Aber so doof ist eigentlich gar nicht das Hindernis, denn es hilft uns sogar ein bisschen. Denn es vermeidet, dass man direkt durch die Mitte geht. Und somit verringert sich das Risiko, dass man die Schleimspur nochmal überquert, weil man ja diesen Umweg hier gehen muss. Somit vermeidet man das. Und man kann sich gleich den nächsten Napf hier schnappen, wenn man nicht so dumm ist wie ich. Dann schafft man das tatsächlich. Ich weiß, jetzt sind wir Level 3. Haben eine gute Arbeit hier, sagt er sogar. Aber Gary, der ist so gierig, der möchte das unbedingt. Er hat so einen Hunger. Also mittlerweile müsste er schon platzen. Ja, und das haben wir hier verpasst. Gehen wir nochmal rum und schnappen uns das Ding. Jetzt und jetzt.
Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Ja, und das geht echt lange. Und ich glaube, wir könnten das sogar so lange spielen, bis die Folge dann 100 Minuten erreicht hat. Aber das wollen wir lieber nicht tun. Vielleicht vertue ich mich auch und vielleicht im 6. Level ist das Spiel vorbei. Muss ja auch irgendwann eigentlich mal vorbei sein. Aber es kann auch sein, dass es unendlich ist. Denn Snake ist ja auch irgendwie unendlich. Und warum sollte dann nicht dieses Spiel auch unendlich sein? Ich glaube, hier geht es dann auch eigentlich nur darum, einen guten Highscore zu sammeln. Und Gary wird jetzt echt schnell. Und der Balken, der hilft uns eher, dass wir uns hier nicht vertun. Denn das Risiko ist ja dann hoch, dass man die Schleimspur überquert. Das passiert nicht mit der Schleimspur, sondern mit der Wand. Wir haben noch 2 Leben. Und danach ist das Level wohl beendet. Wir versuchen noch eine gute Punktzahl zu erzielen. Oh, das war risikoreich. Ja, tut mir leid für diese Folge. Ist jetzt nicht so interessant. Dafür wird die nächste Folge viel interessanter. Denn da gehen wir dann in die nächste Welt. Was heißt die nächste Welt? Wir sind hier nicht bei Super Mario. Wir gehen dann, ich denke mal, uhrzeigersinnmäßig, ja, in die nächste, was sagt man dazu? Zum nächsten Bereich. So. Aber eigentlich ist das eine Welt. Kann man eigentlich so sagen. Das hier ist der Seetangwald und als nächstes müsste dann Bikini Bottom kommen. Level 4 und jetzt hat sich hier ein Tetris-Stein gebildet. Da, 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 da. Also nach der Zeit, oder mit der Zeit besser gesagt, wird das Spiel echt langweilig. Also dieses Level hier. Und daher Suizid. Nein, das war keine Absicht. Sah zwar danach aus, aber war nicht so gemeint. Es tut mir leid. Den Napf nochmal und diesen hier. Den hier. Diesen hier. Und da sind wir komplett gescheitert. Neuer Highscore. Ich bin zufrieden. Noch einmal. Nein, auf keinen Fall. Nein. Bloß nicht. Hör auf damit. Du hast den Level Seetangwald erfolgreich beendet. Und somit schmeißt er uns wieder ins Auswahlmenü. Und jetzt können wir hier wählen. Und in der nächsten Folge werden wir hier, denke ich, im Uhrzeigersinn Bikini Bottom Innenstadt wählen. Denn ich denke, der Abfalleimer hat sowas von einem Endlevel. Denn da kommen ja auch die Roboter alle her, die hier so viel Unheil anrichten. Daher passt das, glaube ich. Währenddessen gucken wir einmal auf Spieler. Denn wir haben hier jetzt die 100% erreicht beim Seetangwald. Und obwohl wir ja beim letzten Level ja jetzt eigentlich gescheitert sind, haben wir trotzdem die 100% erreicht. Daher glaube ich, dass wir das Level gar nicht hätten machen müssen. Ein toller Satz. Da muss ich mir jetzt selber auf die Schulter klopfen. Das ist echt ein toller Satz gewesen. So, wir gehen wieder auf Spielen. Und ja, wir gucken schon mal, was uns erwartet. Verkehrschaos. Ein Chaos erwartet uns. Habe ich ja schon fast erwartet. Okay. Das wird uns dann in der nächsten Folge erwarten. Und das ist wohl wieder so ein Bonus-Level. Könnte ja alles sein. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Und das ist vielleicht nur ein Bonus-Level. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt aufgebaut ist. Jedenfalls, was wichtig ist, wir haben Spaß. Und wir gehen nochmal zurück
und werden dann hier die nächste Folge beginnen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, obwohl es jetzt ein bisschen langweilig war. Ich gebe es zu. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.